Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Minecraft. Huch, ist mein Kabel weggeflogen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in der letzten Folge etwas Glas hier reingepackt. Auf das wollen wir jetzt natürlich nicht warten, sondern wir gehen so lange unsere Treppen anbringen im Tunnel, damit wir da auch langsam hochkommen und uns dann auch so die anderen Ebenen noch ausschöpfen können. Wollen wir vielleicht unter Kellern, vielleicht auch noch mehr als nur einen Keller, vielleicht auch mehrere Etagen, Ebenen oder whatever. Müssen aufpassen, dass hier nichts drin ist. Letztes Mal war hier ein Skelett drin. Ja, das mit den Leitern, weiß ich noch nicht, ob es so bleibt oder ob wir das doch nochmal anders hinkriegen oder doch nochmal anders machen wollen, werden. Warte mal, ich mach mal hier unten gleich eine hin. Dann brauche ich nicht immer springen, wenn ich hoch will. Hier müssen wir auf jeden Fall noch tauschen. So, dann müssen wir da mal kurz einen Dreckklumpen hinmachen. Den wir da eine Leiter befestigen. Damit wir dann wenigstens einmal bis nach ganz oben kommen. Wir haben schon wieder keine Leitern. Hä, haben wir uns nicht so viele gemacht eben? Haben nicht gereicht, wa? Okay, da müssen wir uns auch nochmal welche machen. Tja gut, unser Management ist natürlich für den Arsch. Den einen Block würde ich jetzt nochmal stehen lassen. Okay, das machen wir dann später weg. So. Also ab zurück zum Baumhaus, aber dann können wir, glaube ich, von oben, ne, Leitern dran machen. Brauchen wir nicht hier wieder lang gehen. Und wir haben ja in unserer Hütte auch noch eine Werkbank. Das werden wir dann auch noch ein bisschen aufräumen hier. Wie gesagt, ich weiß nur noch nicht genau wie, ob wir da dann Holz hin machen oder Stein oder wie auch immer. Und den müssen wir mal woanders hinpacken, aus dem wird nichts. Der auch nicht, so viel Schatten. Da, die Pisser sind immer noch hier. Lass mich in Ruhe, Alter. So, die pflanzen wir mal hier hin. Gucken wir mal, ob hier alle was geworden sind. Ob hier vielleicht noch welche bei sind. Oh, die scheinen alle was geworden zu sein. Hier ist einer. Gerade wo ich es gesagt habe, finde ich einen, ne? Aber ansonsten sieht das gut aus. Und dann bringen wir den nochmal hier hinten hin. So, dann können die da auch wachsen und gedeihen. Hier haben wir noch einen von der Sorte. Ich hoffe, wenn wir den wegmachen, dass wir da auch so ein bisschen Setzlinge bekommen. Dann können wir auch diese Art von Bäume pflanzen. Dann können wir vielleicht immer im Wechsel so machen. Die und die und die und die. So, oben brutzelt auf jeden Fall ganz anständig unser Glas. Wir machen uns Leitern. So. Machen wir vielleicht gleich mal ein paar mehr. So. So, packen wir die wieder weg. Die Leitern werden wir immer mal gebrauchen können. So, dann haben wir erst einmal hier diesen Bereich. Dann können wir von hier gucken, wie viele Blöcke wir freilassen, bis wir dann unterkellern. Das ist ja auch schon einer. Sieht voll komisch aus, aus dieser Perspektive hier. Das ist schon 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Dann würde ich sagen, graben wir beim dritten oder graben wir beim vierten? Wie viele Blöcke nach unten haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier. Ich würde sagen, wir lassen zwei frei, graben bei drei und vier, weil wir können ja nicht nur einen breit machen.
dass wir dann hier halt praktisch reingehen. Dann haben wir ja von oben, wenn wir dem jetzt sehen, 1, 2, 3 frei. 4 und 5 haben wir gegraben. Also dann praktisch hier. Ich mach das jetzt einfach mal kurz. Nur damit wir wissen, hier soll eine Etage hin. So. Schaufel. So, dann machen wir hier eine Etage hin. Aber reichen uns da zwei? Ist ein bisschen dünn vielleicht, ne? Ich hätte vielleicht lieber drei. Also noch eine Seite weg. Sodass ich nicht gleich 1, 2, 3 und 4 ist Decke. Ich glaube so, ja, so mag ich das lieber. So. Dann können wir nämlich hier mal weiter gucken. 1, 2, 3. Haben wir da auch. Autsch. Das war nix. So, wir machen mal kurz Dreck wieder hier hin. So, wir können auch die Leiter nehmen. Was dummt der? Oder wir fallen einfach wieder runter. Wir nehmen mal den Dreck hier kurz. Damit ist das, glaube ich, leichter. So, wir haben hier jetzt... Wir haben drei freigelassen. 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3 ausgehoben. Also machen wir hier auch. 1, 2, 3 frei. Im Prinzip sind das ja nur... Also heben wir hier aus, oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir haben da jetzt 1, 2, 3. Wenn wir diesen Luft mit, wo eigentlich noch einer wäre, mitzählen, dann haben wir jetzt, oder wir nehmen mal nur den, haben wir zwei Blöcke bis zur Decke. Bis zur Oberfläche. So, dann haben wir 1, 2, 3 ausgehoben. Hier machen wir wieder 1, 2. 1, 2, dann müssten wir die drei wieder ausheben, ne? Die zwei frei. So im Prinzip, ne? Und die müssen wir ausheben. Theoretisch. Oder sehe ich das wieder falsch? Eigentlich nicht. Dann hat unser Keller einen Keller und der Keller hat einen Keller. Ne, unser Keller vom Keller hat einen Keller. Drei und das ist die Decke. Haben wir da auch, ne? 1, 2, 3 und da ist die Decke. So. Zwei frei. Eins, zwei, drei. Hier bringt das nichts mehr. Dann belassen wir es dabei, dass wir da nur zwei Etagen haben. Das wird ja dann auch reichen, ne? Dann haben wir zwei Räume da drunter. Ich weiß noch gar nicht, was wir da reinmachen werden sollen oder whatever. Aber wir haben sie erst einmal. Aua. Und müssen sie dann nur mal ausheben. Gut. Hier müssen wir dann natürlich noch irgendwie was anderes uns einfallen lassen. Dass wir da hochkommen mit der Leiter irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir da Holz hinmachen sollen. Ist wahrscheinlich schöner, ne? Eine andere Möglichkeit gibt es ja eigentlich nicht. Gut, wir gehen mal kurz zum Haus. Wir gucken mal kurz da hinten, was die da machen, die Affen.
Da sind sie, unsere Schäfchen. Hallo. Was macht ihr hier? So, ich gehe mal hier lang, weil irgendwo waren die hier. Wenn sie hier noch sind. Kann auch sein, dass sie schon wieder abgehauen sind. Oh, ich glaube, die Bäume sind direkt gewachsen, ne? Guck mal, hier sind noch drei, die noch nicht gewachsen sind. Aber vielleicht kriegen die auch nicht genug Licht wegen dem Baum. Aber gut. Alles nimmt hier langsam Gestalt an. So, dann gucken wir mal. Glas ist auch fertig. Das heißt, wir können unsere Butze fertig machen. Okay. Haben wir einen Bonus bekommen, oder was? Das muss ich mal kurz gucken. Jetzt habe ich ihn doch aufgehoben. Hä? Ihm ging es doch nicht. Oder habe ich das freie Feld nicht gesehen? So, wir packen die Wolle nochmal rein, die wir gerade gesammelt haben. 16 Stück haben wir bekommen. Also die Pfeile klatschen wir auch mal weg. Die Falltür können wir mal mitnehmen. Die brauchen wir vielleicht für die Dings. Aber da brauchen wir mehr, ne? Wir haben noch 4 Löcher. Oder warte, vielleicht machen wir das auch anders. Nicht einfach nur so ein Loch im Boden, sondern dass wir da vernünftig hochkommen. Ja, ich habe dann vielleicht eine kleine Idee. Den nehmen wir nochmal mit. Wir hauen uns nochmal kurz hin. Na klar, machen wir vorher die Tür auf, damit auch alle schön reinkommen. Warum auch nicht? So, Bob. Oh, ich hasse diese Leitern. Die sind zu hoch für mich. Und die müssen wir... Fuck. Mami. Keine Lust, dass der Creeper hier schon wieder ein Loch irgendwo reinballert. Und die Zombies kommen. So, ich glaube, den Creeper müssen wir uns leider holen. Wir stellen uns ihm. War wieder so klar. Ich hasse diese Creeper. Beseitigen das mal kurz hier wieder alles. So. So, hier war ein kaputter Baum, ne? Da ist er. Der Arme. Ah, ne, der war das. Aber der doch auch, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir lassen es erstmal so. Wir lassen es jetzt erstmal so, damit wir erst einmal weitermachen können. Nein. Meine Schafe übrigens, ne?
So, hast du jetzt davon. Oh, Eier flattern. So viel Glas braucht mir eigentlich gar nicht mehr, aber egal, wir werden es so oder so nochmal brauchen. So, dann ist das voll. Schön. Nochmal hier so einen kleinen schönen Bereich, wo wir rausgucken können. Hier habe ich mir vielleicht gedacht, vielleicht bauen wir uns das irgendwo weiter in der Ecke. Wo man dann so runtergeht und unter dem Haus praktisch langläuft. Hab nur Angst, dass unter dem Haus was spawnt. Dann braucht man ja auch nicht so ein großes Loch. Vielleicht nicht direkt hier, weil da ist gleich der Ausgang. Aber das ist halt mitten im Raum, ne? Das ist dämlich. Vielleicht machen wir das jetzt so, dass wir den hier irgendwo hinsetzen. So, nehmen wir den nochmal mit. Und dann können wir hier mal hoch. Können wir hier mal hoch und dann... Oha, warum war das so schnell? Und dann kann man da lang. Machen wir da mal wieder zu. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Haben wir die eine Bodenplatte mit? Nein, haben wir nicht. So, aber vielleicht packen wir uns hier noch ein paar Fackeln hin. Oh. Vielleicht packen wir uns hier noch ein paar Fackeln hin. Klatsch, falscher Baum. So. Damit es auch schön warm bleibt hier unter. Waren die falschen, ne? So. Von da kommt man ja da nicht rein. Und ich aber auch nicht hoch, ne? Fällt mir gerade ein. Selbst wenn ich in eine Leiter hinklatsche. Nee. Also ich muss da auf jeden Fall noch einen Block oder so hinmachen. Dann machen wir das. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber dann sollten wir vielleicht... Nur für die Optik vielleicht hier hingehen. Dass wir hier den Block hinstellen, einen dahinter. Wenn wir den nämlich da hinstellen, guckt er bestimmt raus, oder? Und dann ist er bündig mit denen. Oder wir machen Zäune unten lang. Zack, 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 dass da nichts rein kann. Unters Haus, meine ich. So. Den prügeln wir auch mal kurz raus da.
So. So dachte ich mir das. Zumindest eben gerade. Aber jetzt haben wir da genau einen so einen Scheißblock stehen. Das gefällt mir nicht ganz. Ich glaube, wir brauchen einen besseren Platz dafür. Der weiter zentral liegt. Oder wir lassen das Tatsache einfach hier. Und machen da halt nur ein Loch hin. Ich glaube, das machen wir auch. So, machen wir hier wieder zu. Zack. Wir buddeln mal kurz da drüben aus. Nur, dass wir da rüber springen können. Achso, scheiße. Hätten wir hier gleich mal zumachen sollen. So nicht. Dann hätten wir die Fackeln aber auch nicht gebraucht. So. Wir gehen darüber, machen da Holz hin. Noch ein. Leiter. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir da hinkommen. Nein, kommen wir nicht. Aber so. So, dann können wir den hier nämlich komplett zumachen. So, dann bleibt nur der auf. Und hier machen wir so eine Falltür rein. Ich weiß, ich habe noch eine, aber die lassen wir jetzt mal oben. Wenn ich nur wüsste, wo. Laterne. Druckplatte. Da ist er. Aber ich habe keinen Platz für den Gedöns. Schmeißen wir da mal kurz weg. Oder warte, wir brauchen nicht wegschmeißen. Machen die mal zusammen hier, zack. So, wird Zeit, dass wir uns ein paar Kisten machen. So, da ist der Keller. Mitten im Raum, schön. Kann man halt so zack. Hopp, dann kommt man hier in den Keller. Den wir uns da noch ausbauen werden. Da müssen wir aber erstmal kurz gucken, wie viel wir haben in jede Richtung nochmal. Also vom Loch nach da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hätte ich doch vielleicht das Loch nehmen sollen, ne? Dann hätten wir auf beiden Seiten 9, oder nicht? Wenn wir das hier nehmen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hier. 1, 2, warte. Den hier. Mit denen hier fangen wir an.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hätten wir auch 9. Okay, wir wissen alle, was das heißt. Ach, herrlich. Oh, ich dachte gerade, ich fall runter. Machen das wieder auf hier. Wenn ich den jetzt will, mache ich einen Abgang, ne? Aber hier haben wir so einen Kack. Müssen wir es da einstellen. So, wir machen da einen Dreckklumpen hin. Oder auch noch nicht. Vergibt mir, Leute. Meine mangelnde Minecraft-Erfahrung kickt mal wieder. So. Und dann kommen wir nicht gerade hoch, sondern da dann, ne? Das ist aber auch blöd jetzt. Ah, ist das scheiße. Machen den Balken weg. Brauchen wir ja nicht, weil da dann das ist. Ne? Das wäre ja eigentlich Jacke wie Hose. So, dann nochmal. Zack, zack. Da kam wieder Dreck hin. Der muss weg. So. Wir müssen die Leitern dahin machen. Alles klärchen. Wieder nur aufpassen, dass hier nichts spawnt. Und uns dann plötzlich überrascht. Ja, gut, Ding wird halt Weile haben, ne? Aber hier, da hinten machen wir eh noch eine Tür hin. Von daher ist das dann erstmal egal. So, prima. Dann kommt der zu. Und da kommt die Falltür hin. Nur wie rum wollen wir sie aufmachen? Ich mache mal die Tür hier zu. Da kam ja vorhin schon mal ein Creeper rein. Nicht, dass der uns hier einfach überrascht. Oder zumindest wollte er hier rein. So. Wie rum sollen wir den machen? So. Ja, ne? Dass wenn man hier reinläuft, so kann man gleich hier hinlaufen. So, bapp. Macht den auf, zack und haut ab. So, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich hoffe, dass das jetzt nach da auch ungefähr gleich ist. 9 zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, was? 1, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, das darf nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt echt nicht. Oh Gott. Was habe ich denn hier gezählt?
Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am 11. ist er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sind sogar 13. Also könnte der noch ein gutes Stück nach da, aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so. Also wir können 13 nach da, 10 nach da und 9 jeweils rechts und links. So, machen wir mal. Oh, hat ja lange gehalten, die Hacke. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ganz schön dunkel hier, ne? 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das war sogar einer zu viel. Weil wir von der Klappe ausgehen. Und von da ist dann 1. Also hier ist ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir den mal wieder zu. So. Vielleicht machen wir später nochmal richtige Steine hin. Also die, die doch hingehören. Und Weizenkörners. Ich glaube, ich schmeiß das Gammelfleisch mal weg. Jawohl, dafür habe ich Feuerstein mitgenommen. So, das haben wir. Dann machen wir hier das auch nochmal. Schaufel. So, wir machen die Fackel mal hier hin. Guck, da haben wir sogar einen übersehen. So, 9. Schaufel. So, haben wir hier auch 9. Oh, ich kann schon nicht mehr was tragen, ne? Ich glaube, ich mache mal kurz eine Kiste hier oben hin. Ich will die Sachen jetzt ungern verschenken. Oh, wir haben eine Nacht durchgemacht, glaube ich. Kiste. Oh, jetzt kann ich die aber nicht mehr tragen. Ah, ich schmeiß mal kurz die Schere weg, zack. Ist ja nur ganz kurz. So. Nehmen wir die wieder auf. Und dann packen wir hier mal das Schießpulver rein. Und wir packen hier mal das Glas rein, weil wir es jetzt gerade auch nicht brauchen. Und wenn, brauchen wir es eh hier im Haus. Das Schild lasse ich mal hier. Das Weizen. So. Dreck lassen wir auch mal hier. Feuersteine können wir hier lassen. Das Holz und so werden wir noch brauchen. Und die Stufen packe ich jetzt auch mal da rein. Den Kies packen wir auch mal da rein. Die Seide. Oder die Fäden packen wir auch mal weg. Gut. Oh, wieder dieses scheiß Gammelfleisch eingesammelt. Gut, wir mampfen mal kurz. So, und wir können 11 nach da, ne, haben wir gesagt. Ne, 10, ne? Oh, ich bin so blöd. So.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück. Das ist schon der erste hier. Da müssen wir mal wieder einen hinmachen. So. Eins, zwei. Drei. Warte mal. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Noch drei. Acht. Neun. Zehn. Zehn. So, dann mache ich von hier auch mal. Warte, den oberen muss ich noch wegmachen. Einer zu viel. So. Dann haben wir hier 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann gehe ich von hier jetzt auch 10 darüber. Das hier schon der erste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer noch? 10. Oh, wieder eine weg. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, jetzt die Schaufel hin, jetzt habe ich auch keine mehr mit. Macht aber nicht so viel, weil wir hier zur Not auch noch mit der Hand ein bisschen graben können. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dahinter müsste es eigentlich sein, ne? Jawohl. So, dann haben wir das in die Richtung schon gemacht. Diesen ganzen Klopper hier in der Mitte müssen wir dann noch wegmachen. Dann ist unser Kellergang fertig. Ja, ne, oder wir machen uns hier so Gänge rein wie im richtigen Keller. Nein, ne? Wir machen hier einfach einen großen Raum hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, wir machen uns mal kurz eine Schaufel. Die Folge ist auch schon wieder am Ende. Aber so langsam nimmt es halt Gestalt an. Auch wenn wir uns hier gerade immer um das eine und dann wieder um das andere kümmern. Ja, gut. Freunde, ich werde die Folge aber noch einmal beenden. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, wenn ihr Bock habt. Dann sehen wir uns morgen zum Kellerausbau weiter. Freunde, ciao, ciao.